Willkommen Leute zu diesem weiteren Part Super Mario Maker 2 Online und heute seht ihr schon hier spielen wir die Level von Patty. Die meisten sollten ihn eigentlich durch jetzt ein paar Mario Maker Streams kennen und auch so schon einfach durch den Chat und was auch immer. Er ist ja auch ein Mod und ich kenne ihn ja privat, ist ein Freund von mir, bla bla bla. Er hat insgesamt 3 Level. Ich glaube, ich habe die teilweise sogar schon gespielt. Die sind echt bitter. Muss man nicht selbst versuchen zu spielen, aber wir machen es heute. Ich weiß nicht, ob ich wirklich alle 3 Level in diesem Part hier schaffen werde. Ich darf auf jeden Fall heute vermutlich wieder sehr, sehr, sehr viel schneiden. Aber komm, wir probieren es heute einfach mal. In zukünftigen Parts... So. Warte mal, müsste aus der Palme nicht... Why? Nein! Oh no! Bruder. Patty, was hast du hier wieder gebaut? Ganz ehrlich. Du ekelhafter Soße. Wow, lol, ich dachte... Was zur Hölle? Ich habe gerade gar nicht gecheckt, was abgeht. Ich hoffe, das war eine Röhre, in die man reingehen sollte. Obwohl, wait a minute. Nein! Hallo. Oh, geht doch. Was? Lol. Okay, dann war das kein... Diese Röhre... Warte mal, kommt man da einfach durchlaufen? Zu der Röhre oder ging das durch Scrollen nicht? Warum zur Hölle darf ich es nicht liken? Ein anderer Baumeister hat diesem Level an dieser Konsole bereits ein toll... Ich habe auf meinem Zweit-Account... Ne, hat er... er hat an meinem Zweit-Account, weil ich da neu online hatte. Da habe ich erstmal die Level... da folge ich ihm, glaube ich, auch. Da folge ich ihm. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum ich ihm hier auf dem Account noch nicht gefolgt habe. Jetzt check ich es nämlich, Leute. Ich habe einen zweiten Account auf meiner Switch. Der ist eigentlich für privates Zeug. Deshalb folge ich ihm da vermutlich auch schon. Und deshalb hat er, glaube ich, mal das Level da ausprobiert oder so. Er hatte nämlich mal seine Switch nicht dabei bei mir. Dann hat er das, glaube ich, an dem Account gespielt. Patty? Schreibt mal in die Kommentare. War das so? Ich glaube, ja, ne? So, aber das Level hier, das kommt mir auch noch sehr bekannt vor. Ich glaube, das habe ich auch schon teilweise gespielt. Muss ich vielleicht gar nicht so viel cutten. Ah, ja, das Level. Dieses ekelhafte. Dieses ganz ekelhafte. Okay, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Heilige Scheiße. Nein! Oh, nee. Oh, beim dritten war das so. Beim dritten muss man auf ihn drauf. Oder irgendwie so war das, ne? Absolut kein Plan mehr. Bittere Sache. Was mache ich denn hier? Scheiße. Außer dieses Video hier wieder. Oh. Oh. Man muss durchrennen. So. Ich denke, ich habe jetzt schon... letzten Versuch nur rausgeschnitten eigentlich, weil sonst habe ich nicht so viel verkackt. Nicht, dass er wieder denkt, ich bin der übelste Noob, habe jetzt ihn selbst nochmal gefragt. Nein, nein, nein. Musste das Level mir nochmal angucken. Aber der Versuch gerade war zu lächerlich und auch ein bisschen zu lang. Da ging mir schon die Zeit aus, der war ein bisschen scheiße. Aber ich habe jetzt ein bisschen wieder rausgefunden, wie dieses elendige Level geht. So, zack, hier, wir brauchen den Baumeister erstmal wieder, ne? Habe ich jetzt, gerade schon unkommentiert einfach hier so gemacht, ne? Ja, moin. Zack. So. Okay. 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 Okay, 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 zack. Nächste Red Coin.
runter. Wir können uns auch hier gerne nochmal die 50er-Coin holen. Ist nur relativ unnötig. Ja, okay. Wir müssen den Mario Maker auch behalten, glaube ich. Das wäre halt... Wir müssen mit Anlauf da. Ah, Patty. Warum? Oh mein Gott. Wäre ich jetzt von dem erschlagen worden, wäre ich von dem jetzt erschlagen worden. Zack, zack. Ahnung, was da kommt. Nee. Hab ich verkackt? Nee, ich hab nicht verkackt, wenn ich Gott bin. No, 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 no. Okay, Leute. Ah, da kriegt man den Baumeister nochmal. Okay, das habe ich nicht ganz gecheckt gerade. Das sind zwei Wege. Aber ich glaube, es war egal, welchen man nimmt. Obwohl, nee, warte mal. Ah, okay, nee, doch. Man braucht nur einen Weg. Genau, ich dachte gerade, man muss noch irgendwas sammeln, aber muss man ja gar nicht. Lol. Da war die letzte Red Coin und mit der kriegt man ja den Schlüssel. Jut. Also ich wusste jetzt schon doch noch ein bisschen was, glaube ich, von dem Level. Deshalb habe ich es vermutlich auch so easy jetzt hingekriegt. So viele Versuche waren es, glaube ich, jetzt von mir auch nicht. So, dann ein Level, was ich nur ein bisschen kenne. Munchers Mountain updated. Genau das weiß ich noch. Das hat er geändert, als ich bei ihm war auch. Währenddessen hat er mir auch irgendwie gesagt, ja, er müsste noch Sachen dran ändern. Davon weiß ich gar nicht mehr so viel. Und das habe ich auf jeden Fall auch nicht toll hingekriegt. Hier muss man aber, ich glaube, ja, das weiß ich noch. Man muss hier rutschen, durchgängig. Also wirklich durchgängig, glaube ich. Ne? Man muss wirklich auch einen perfekten Sprung dahin kriegen. Sonst ist man Nein! Und da muss man weiterrennen. Ich lappen. Oh. Okay, da muss man doch nicht dauerhaft rutschen. Aber hier am Anfang auf jeden Fall. Und hier ist es auch noch richtig. Und hier müssen wir dann wieder rutschen. Nein! Da kann man einfach laufen. Und man muss im letzten Moment dann abspringen, weil da der, Was bin ich denn für ein Keck? Weil da dieser Dude runterrammt. Boah! So. Das war eine Reset-Tür, ne? Ja. Ah, ich weiß noch. Wenn man nah genug ist, dann macht's Bumm und dann macht's nochmal Bumm und... Wow! Jetzt kam dieser ekelhafte Teil. Das Ding ist, es ist hier alles erstmal aus Eis. Und dann halt nochmal dieses andere, wie heißt es? Dieser Nachtmodus, sag ich mal. Der dazu führt, dass es rutschig ist, auch auf so einem ganz normalen Steinquader. Einfach raus.
Ah, man muss zurück mit dem Powerblock. Die beiden in die Luft sprengen. Wie soll man das denn da hinschaffen? Da kommt kein Kugelwilli raus. Ich hätte jetzt gedacht, dass man auf den Kugelwilli draufspringen muss. Das habe ich nie bei ihm geschafft. Nein! So, Leute. Da habe ich es jetzt hier zwar geschafft, hochzukommen. Aber jetzt müssen wir auch hier wieder wegkommen. Boah. Das ist eine Schwierigkeit, eine sehr krasse Schwierigkeit, meiner Meinung nach. So. Oh, jetzt müssen wir uns richtig beeilen. Einmal ein Reset, dann wieder dahin. Denn jetzt ist leider erst der Koopa, beziehungsweise dieses andere Ding, der Mancha, richtig geplaced, sodass sie da... Aha. Okay. Geschafft, geschafft, geschafft. So, in dem Bereich war ich ja auch schon. Habe ich ja auch nicht auf Anhieb immer geschafft. Inzwischen habe ich einmal auch das ganze Level geschafft, also erstmal keine Sorge, so, den ollen Typ hier bringen wir nach oben, damit die Koopa darüber laufen können. Die Koopa können dann da links auch rumlaufen, werfen den Bob-Omb runter und um deaktivieren, oder aktivieren, wie man es will, hier durchrennen, zack, und boom. Ja, Respekt, Patty. Den letzten Teil vom Level. Da muss ich ihn an einer Stelle auch fragen, das mit dem Reset nämlich. Das habe ich gar nicht gecheckt. Da muss, wie gesagt, erst den On-Off-Block aktivieren. Ich habe den Rekord. Lul. Ehre. Okay. Lul. 2:11. Ja, ja, okay. Ja. Ich glaube, davor war auch nichts krasseres, oder? Wir können mal kurz gucken. Aber ich habe auch... wie heißt's hier, den, die Abschlussrate habe ich so runtergezogen nochmal, glaube ich, ne? Krank. Wobei die vorhin, glaube ich, auf 0,4 war, jetzt habe ich es geschafft, jetzt so 0,72. Es haben echt wenige nur geschafft, oder? Kann man das irgendwo sehen? Achso, hier, geschafft. Nur ich und so ein anderer. Ich kann aber gerade nicht sehen, wie lange der andere für gebraucht hat, oder? Ist auch egal, Leute. Heftige Sache, was Patty hier auf jeden Fall gebaut hat. Könnt ihr mal euch... okay, Leute, das sind ja nicht nur seine Level. Das sind die Level von den Leuten, denen ich folge. Die drei Level, die hier jetzt sind, haben wir gespielt, Leute. Ihr könnt es ja auch mal probieren, ob ihr es schafft, das zu spielen. Lol, mein Deutsch kackt gerade wieder richtig ab. Ist auf jeden Fall nicht sehr einfach. Vielleicht hilft euch ja dieses Video dann auch da ein bisschen bei. Ja. Das war's dann mit diesem Part. Super Mario Maker 2. Waren auf jeden Fall anstrengende Stunden, die ich hier mit verbracht habe. Wie gesagt, ich habe auch... Habe ich das vorhin gesagt? Ich habe ja auch auf Toadette gewechselt, weil ich gestern Abend, also an dem Tag, wo ich es aufgenommen habe, das müsste Mittwoch gewesen sein, da habe ich dann noch gestreamt. Und ich habe das halt den ganzen Tag dann versucht aufzunehmen. Heute jetzt wieder bestimmt eine halbe Stunde dran rumprobiert. Es ist unnormal schwierig. Naja, wie ich selbst finde. Ihr könnt es ja mal probieren selbst. Aber wir sehen ja auch hier... Abschlussrate, Junge, es haben zwei Leute von 273 geschafft. Das ist, gut, ein bisschen kompliziert. Und bei den anderen Leveln sieht es ja auch nicht besser aus. Okay, bei dem hier schon, das ist auch nicht so schwer gewesen, glaube ich. Und ja, ich würde sagen, lasst doch gerne ein Like da, wenn es... tolles Level, diese Beschreibung, Patty. Okay, okay, Leute, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da. Auch gerne ein Like, wenn es euch gefallen hat und ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Dann müsst ihr natürlich auch noch die Glocke aktivieren, ja, sonst bringt das gar nichts. Auf alles aktivieren, Leute. Ich streame jetzt eigentlich fast jeden Tag, also heute vermutlich schneide ich hier nur noch dieses kranke Video und lade hoch. Und streame jetzt jeden Tag so im Wechsel eigentlich Fortnite und Mario Maker. Also schaut doch gerne auch rein, auch gerne bei Twitch und Mixer heiße ich überall gleich Ninlix. Solltet ihr mich genauso auch bei Twitter finden. Twitter aber ganz genau Nintendo-LP und bei Instagram Ninlix-Felix. Also folgt mir überall, Leute. Ciao.